Lars, wollen wir mal wieder shoppen gehen, wir beide? Ja. Mal so richtig durch die Stadt bummeln, mal so ein bisschen in so eine Mall ausgeben. Ja, mhm. So richtig gucken, was gibt's denn überall. Mit Essen auch. Oh ja, richtig mal schön ein bisschen einkaufen und damit schön mit den dicken Tüten nach Hause gehen und zu Hause auspacken. Ja, ist das nicht herrlich? Das will ich machen. Zahlst du? Ich habe gerade kein Geld. Aber was sollen wir kaufen? Vielleicht können wir das in der Sendung machen, wo wir Produkte vorgestellt bekommen. Lass sie uns pfiffige Ziffern nennen. Gute Idee. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute eine besondere Folge, denn Lars-Erik Paulsen ist verletzt, verwundet, geschunden vom Leben. Ich habe hier nur gerade erzählt, dass ich einen kleinen Riss habe im Finger. Du bist wirklich wie eine Schaufel, die jeden Tag in den Matsch des Alltags fährt. Und dann ist mir hier auch dieses Blut ganz doof ins Auge wieder gegangen. Oh nein, zeig ruhig, was er gerade 10 Minuten lang gemeckert hat, was er sich zugezogen hat. Zeig, können wir das ruhig sehen? Können wir das ruhig sehen? 10 Minuten lang muss ich mir hier schon anhören. Das, kann man das sehen? Ist das mehr als ein Pixel? Du brauchst es nicht. Einen Notarzt rufen. Nee, du brauchst es nicht fragen. Das sieht jeder, dass es eine ernsthafte Verletzung ist. Die kann jederzeit zu einer ganz schweren werden. Ja. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind wieder auf Amazon unterwegs und schauen uns sogenannte Waren an. Kurz zur Erklärung. Das sind Dinge, die produziert werden, die man eintauschen kann gegen Geld. Ja, also das ist kein Geld, aber man kann es eintauschen gegen Geld. Und dann habe ich die Ware und der Verkäufer hat das Geld. Und so funktioniert das und die werden hier gezeigt und wir können sie kaufen oder nicht. Aber es geht primär darum, dass wir erraten müssen, wie viel Geld sie kosten. Okay? Genau, es gibt dann so ein paar kleine Gimmicks dann noch auf dem Tisch liegen. Bisher ist es zum Beispiel die Senfkarte, die wir jederzeit zücken können. Dann gibt es die doppelte Punktzahl. Schön, dass wir das auch ab und zu mal wieder so ein bisschen erklären. Für Einkommer, für Einsteiger, genau. Die vielleicht gibt's einfach auf der, wo wir irgendwo gibt's seit 30 Jahren oder so. Nee. Wir steigen allerdings ein in das erste Produkt und das hat meine Neugierde auf jeden Fall geweckt. Ah ja, die ja. Ich bin aber dabei, ich bin so stark. Also das ist wenigstens noch ein Format, das ich noch drauf habe. Ja? Naja. Aber für Flixi kriegst gerne, gebe ich zu, bin ich gerade richtig schwach. Aber da schlägst du mich nicht. Ja, wir schauen direkt ins erste Produkt. Das hat auf jeden Fall schon meinen Heißhunger geweckt. Denn es sind 2 Kilo Schokolinsen in einem Eimer. Und ich liebe Dinge in Eimern. Oh. So, und das kommt bei unserer großen Schätzshow, die ich ja dieses Jahr noch plane, zusammen mit Johanna. Da solche Sachen kommen. Da kommt dann... Wie viele sind da drin? Ja, wie viele sind da drin? Wie viele Smarties? Sowas kommt dann da. Ja, 2000 Gramm, eins wiegt 2 Gramm, also 1000, sowas könnte man dann sagen. Sowas kommt dann da. Toll. Du sollst es gar nicht jetzt schätzen. Du sollst einfach nur wissen, dass dieses auf euch da draußen auch zukommen wird. Das machen wir schön live. Mir gefällt dieses Bild vor allem, weil es ist so ein... Das ist so groß wie eine Hand oder was? Es ist doch viel zu klein für 2 Kilo. Also das ist auf jeden Fall lecker. Das sind sehr schwere Linsen wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich sowas für so Eisdielen oder so, ne? Die dann für die Eisbecher so einen ganzen Eimer im Keller stehen haben oder so. Privat wahrscheinlich eher selten genutzt. Wir schauen gerne mal in die Bewertungen, wie das Ganze ankommt. Ob die lecker sind. Lecker, gut verpackt, viel Bruch. Verpackung ist unterirdisch. Wie schon einige geschrieben haben, ist die Verpackung extrem schlecht. Wenn man eine Ware vertreibt, bei der man schon weiß, dass diese beim Transport schnell kaputt geht, sollte man diese besser verpacken. In der Verpackung war zusammengeknautschtes Papier. Was? Aber nur neben dem Eimer. Der Eimer selber war passgenau. Also den Karton berührten mit Ober- und Unterseite. Okay, es wird einfach schlecht verpackt und er gibt einfach einen Stern dafür. Das ist hat der Eimer bricht dann sofort, oder wie? Das lustige Schokolinsen suchen. Er findet das richtig lustig. Ja, verstehe. Warum? Weil er den einen braunen sucht oder geht das? Nein, weil der Eimer kaputt war. Ach so, jetzt verstehe ich das nicht. In der Box alle waren. Und das fand der lustig? Das ist natürlich blöd, wenn der Eimer kaputt geht, ne? So viel wow, er hat 400 Gramm verloren durch diesen Eimer, durch diese Eimerkatastrophe. Oh, shit, ey, richtiger Verlust. Hat kaputt. Er dem auch geschrieben, ich will genau 40% weniger zahlen dafür. Ja. Das wirst du sehr, sehr schade finde. Ja, die Frage ist natürlich, gibt es einen Einblick in die Preisentwicklung? Ärgerlich ist der Versand. Schon beim Werk muss mit beiden Plastikeimern Fußball gespielt werden. Die sind aber lustig drauf.
Denn der Inhalt befand sich hauptsächlich in der Umverpackung. Also welche Trottel haben sind da für den Versand zuständig von den Dingern? Die haben sich wahrscheinlich, alle werden normalerweise von so großen Firmen verpackt, aber bei diesen Schokolinsen, das ist so eine kleine Klitsche irgendwie in Berlin, so eine Startup-Verpackungsfirma, und die haben gesagt, wir machen das jetzt nochmal richtig, und die spielen dann da Volleyball mit, oder was? Du, ich würde es doch genauso machen. Ich würde da immer in jedem Kiste rütteln, was ist da drin, und dann einfach damit spielen. Und aber auf der anderen Seite so ein Eimer, vor allem, was die Leute immer nicht verstehen, warum isst du immer aus Eimern? Es ist ein haptisches Ding. Du kannst jetzt zum Beispiel, stell dir vor, du steckst deine Hand in diese Linsen, diese kühlen, knackigen Linsen. Und jedes Mal, wenn du einen rausnimmst, dann greifst du ganz tief rein und hast dann so eine Hand von, dann rieselt es so zwischen deinen Fingern durch. Und dann guckst du, dann hast du noch so 8 Linsen und dann guckst du, erst das Gelbe, dann das andere. Dann habe ich das so, da esse ich jetzt einzeln, bis ich von jeder Farbe noch eins habe. Und dann esse ich 2 Gelb und Rot zusammen und Grün und Lieder, oder wie schmeckt das? Das ist toll, das ist eine tolle Sache. Hast du das auch immer mit den Schaumwaffeln dann früher so gemacht, dass du dann in den Schaumwaffeleimer reingegangen bist? Das Tolle ist ja, und dann hing dann da noch so ein riesiger Schaumwaffel, dann da noch an dem Zeigefinger hing auch noch so ein 2 Kilo Schaumwaffel. Das Tolle ist ja, dass du auf dem Weg rein so viel Schaum aufnimmst, dass deine Hand so klebrig ist, dass du alles rausziehst. Und dann kamst du nicht auf die Idee, zumindest mal die Schaumwaffel auf dem Zeigefinger mir anzubieten oder was damals? Hast alles sofort, mal gucken, wie das mit dem schmeckt, oder was? Das so war viel sind da nicht drin in einem Eimer, okay? Ja. Da ist auch viel Luft drin. Mhm. Man denkt immer, da sind Waffeln für eine ganze Familie drin, aber oft reicht es nur für eine Person, wenn überhaupt. Okay, wir haben hier auf jeden Fall, es ist, glaube ich, für B2B, wie du gesagt hast, so für Restaurants. Niemand weiß, was B2B bedeutet. Alles ist jetzt B2B, bei dem zweiten Video alles B2B, B2B. Kein Mensch weiß, was heißt. Bed to Breakfast, was meinst du damit? Du weißt es nämlich selber nicht. Guck in diese leeren, ratlosen Augen. Ich finde es aber gut, dass man bei einem Produkt sagen kann, nee, ich hätte gern 3. B2C ist für mich auf jeden Fall eine Sache, die man eher mal besprechen könnte. C2C gibt es überhaupt nicht, weil das wäre ja Customer to Customer. Warum? eBay ist doch Customer to Customer. Das gibt es durchaus. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Aber okay. Du hast dein BWL-Studium nach 40 Minuten abgebrochen, wo selbst der Dekan meinte, Herr Paulsen, das ist ein neuer Rekord. Nach 40 Minuten, Sie kriegen hier diese Urkunde, am schnellsten abgebrochenes BWL-Studium nach 40 Minuten, während der Einführungsveranstaltung. Ja, der hat mich schief angeguckt. Aber also, es sind 2 Kilo und man kann auch 3 dafür nehmen. Aber glaubst du, es ist B2B? Ja, kann schon sein. Also, ich glaube, normalerweise kosten da so 200 Gramm 1,99. Das jetzt mal 10 sind 20 Euro. Also, Florentin, um dir das nochmal zu erklären. B2B, das bedeutet Business oder Brand, eins von beiden, zu Business. Sprich, du verkaufst es nicht an den Endkunden, sondern verkaufst es an dieses Eiscafé. Okay. Okay, viel schneller geht es dann, wenn ich sage, es ist B2B. Okay, alles klar. Ja? Okay, ich glaube, es ist. Und B2C in dem Fall wäre, dass eine Marke, ein Business jetzt Dinge verkauft für den End. Was ist C2B? Was gibt's das auch? C2B Consumer ist, to Brand? Ja, wenn ich meinen Gebrauchtwagen zum Beispiel an einen Gebrauchtwagenhändler verkaufe. Aber du hast in den 40 Minuten aber ordentlich was mitgenommen, Mensch. Also ich habe mein Bachelorstudium gemacht, den letzten beeindruckt. In den letzten 5 Minuten nachgeholt. Okay, ich bin bei folgender Schätzung. Haben wir überhaupt schon irgendeine Schätzung heute gemacht? Nee, die sind aber die Schokoladen sind echt super billig. Welche? Ich glaube, es sind 15 Euro, 20 Euro. Ich sag 14,99. 14,99. Für 2 Kilo? Ja. Schokolinsen? Ja, das ist nicht teuer. Das ist nicht teuer. Ich glaube sogar weniger. Die müssen alle gefärbt werden, unterschiedliche Farben. Das ist schon auffällig. Das sind wahrscheinlich die billigsten vom billigen Schrott. Das kostet 10,75 Euro. 10,75 Euro, Lars, sagt LEP. Das ist kurz für B2B. Lars Erik Paulsen, aber ich möchte ein bisschen Zeit sparen. Und deswegen schauen wir mal. 10,75 zu 14,99 und es sind 16 Euro. Okay. Gute Schätzung. Okay, kann man nichts sagen. Alles klar. Damit geht der erste Punkt in meine Ecke und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es geht weiter mit Unterwasser. Nee, das liest du völlig falsch vor. Es geht weiter mit der Senfkarte. Okay, dann machen wir erst die Senfkarte und dann machen wir uns die Lichter an. Denn es ist für mich jetzt gerade wirklich so ein psychologisches Ding. Okay. Es kann jetzt nicht sein, dass ich wieder 1-2 Punkte hin. Ich muss jetzt aufholen, damit ich vorne bin und dann werde ich auch nicht mehr geschlagen. Finde ich stark. Und das ist ein Produkt, mit dem kennst du dich aus. Denn du bist Romantiker. Ja. Du bist Aquarist und du kombinierst natürlich diese beiden Hobbys. Aquarist, Taucher, alles genau für meine Zielgruppe hier. Es sind wasserdichte
Teelichter, die kann man in den Wein packen, wenn man will. Sehr charmant. Das ist wirklich sehr, sehr charmant. Kultiviert, nenne ich sowas. Halt in die Badewanne, auch wenn sie das trotzdem noch über Wasser zeigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da Guck mal diesen Empfängnisverhütungsring da in dein Sektglas rein, ey, wenn der Professor vorbeikommt. Das ist in Happiness Lights oder Submersible Lights. Ja, gut. Okay, es sind auf jeden Fall 24 Stück. Das ist eine Scheiße, ey. Wenigstens Magnet dran oder so, dass man sich das aufhängen kann in seinen Campervan. Ach, jetzt hat er das, die Farbe. Ah, oh, die wechseln selbstständig die Farben. Aber auch. Oh. Alter, das ist doch nur Das ist doch mal ein schöner, verrückter, so ein Cyberpunk-Abend, so eine schöne Themenparty, Gruselparty, sowas. Dass nur die Gläser leuchten und der Rest des Raums ist dunkel oder so. Und du siehst nur, wo die anderen Leute sind, anhand der Gläser, die leuchten. Du meinst, du kriegst halt Krebs, wenn du was draus trinkst. Ja. Aber ansonsten ist es schick. Du meinst wie bei meiner 18. Geburtstag, wo ich nur mit den Knicklichtern geleuchtet habe oder was? Habe ich das schon ein paar Mal erzählt, die Story. Meinst du sowas in die Richtung? Das war eine legendäre Party. Das Geile ist, ich habe davon sogar gehört, bevor ich dich kennengelernt habe. Ja, ja. Weil diese 18. Geburtstagsparty so legendär war. Der hatte kein Licht auf seiner Party, nur diese Knicklichter, die alle eine halbe Stunde gedauert haben. Ja. Sodass du alle halbe Stunde es neu knicken musstest. Nee, haben gereicht. Sechs Stunden. Unendliche Mengen an Knicklichtern gebraucht werden. Tatsächlich der komplette Rhein-Neckar-Raum wurde komplett verseucht, weil die alle besoffenes Zeug in den See geworfen haben. Auf dem Stückle. Und das ganze Wasser verseucht war. Auf dem Stückle in Mühlbach. Ja. Ah, beim VfB oder so. Nee, wir da beim Sporthalle in Mühlbach. Alles klar. Kann sein, dass du wieder aus dem Glas mit den Lichtern getrunken hast. Ja, das war meine allererste Frage, die ich mir dann stellte, war, sind die Spülmaschinen fest? Da sieht man, dass ich wirklich alt geworden bin. Aber das ist so die Frage, wenn ich hier einmal ein Sektglas mache, dann muss das ja gereinigt werden, damit man das beim nächsten Mal nochmal machen kann. Nee, ich verstehe schon. Batterien sind inbegriffen und es geht jetzt gerade um die Farbe Gelb, was ich nicht ganz verstehe, weil die ja eigentlich die Farbe ändern können. Warum werden die dann nach Farbe verkauft? Das habe ich nicht ganz verstanden. Weil die selber sind ja alle durchsichtig, oder nicht? Vielleicht gibt es die einzeln zu kaufen, aber auch in Wechseln? Weiß ich nicht. Energy Saving. Auch einfach mal. Ja. Was heißt das? Ja. Also noch energiesparender wäre das Teil einfach gar nicht zu kaufen und nicht anzumachen. Ja. Aber Energy Wasting müsste da eigentlich ehrlicherweise draufstehen, weil man braucht es nicht nötig. Also man muss ja gerade gucken, wo kann man einsparen? Sollte man mal irgendwie die PlayStation ausmachen? Genau da kann man. Einfach diese Knicklichter da nicht kaufen. Also. Aber ich nehme alles zurück. Wie geil ist, ich verstehe nicht, wieso das Marketing nicht in die Richtung geht. Das ist doch super cool, das in die Badewanne zu machen. Ich glaube, da gibt es rechtliche Schwierigkeiten, weil sie sogar tatsächlich beim Bild das zeigen, als es schwimmt. Hier. Bath, haben sie geschrieben. Ich glaube, das Problem ist, wenn du das in der Badewanne hast und dann legst du dich da drauf und dann entweder schiebt sich das da dir direkt in den Körper oder es zerbricht die Batteriesäure. Ich glaube, du schwimmst dann in Batteriesäure, wenn du das machst, oder was? Also mir ist es auch schon aufgefallen, warum sie das nicht so bewerben. Ich glaube, da gab es rechtliche Schwierigkeiten. Okay. Da sind Leute gestorben in Memphis. Mhm. Also ich habe ein großes Memphis-Knicklichter-Abend. Wieso sag ich mal Knicklichter? Wie gehen die denn an? Gehen die vielleicht sogar durchs Knicken an? Nee. Kamen pünktlich an. Meine Frau war sehr erstaunt, dass ihre Schwimmkerzen sofort untergingen. Punkt. Zwinker-Smiley. Was? Na, vielleicht. Tatsächlich funktionieren die Tauchlichter wirklich gut. Tauchlichter? Wir haben sie in Glasvasen. Sieht toll aus, aber auch im Whirlpool funktionieren sie. Und als Schwimmkerzen habe ich sie auf unserem Naturteich mit Heißkleber auf Brettchen geklebt. Und die kleinen wirkten im Dunkeln erstaunt. Also ich kann mir das vorstellen. Preis ist mehr als korrekt. Von mir eine absolute Kaufempfehlung. Was wurde da gerade groß gemacht von der? Wir haben es nicht gesehen. Ach so, der Text einfach. Okay. So ein hammergrelles Licht. Wow. Die leuchten so hell, sieht echt toll aus. Man kann nicht mehr hinschauen. Dieter Musel, Alter, ich liebe Dieter Musel. Ein tolles Produkt. Er hat schon lange keinen Song mehr rausgebracht. Dauert ist hervorragend, das stimmt. Schreibt mal lieber Songs anstatt Amazon-Rezensionen, Dieter Musel. Wie, und dann kraxelt er da jeden Tag in seinen Teich und macht die an und aus oder lässt er die einfach an? Weil dann ist es wirklich nicht mehr Energy Saving. Nee, der lässt sie an. Als ob der seine Holzflößchen dann immer wieder reinzieht oder was. Heißkleber rausgemacht. Ja, es sieht bestimmt toll aus. Klar, wenn man so eine große Teich-Motto-Party macht, kann ich mir das schon gut vorstellen.
Ich bin so, wie viele kriegt man denn davon? 24 so, Pieces. Du hast die Senfkarte gezogen, du musst jetzt mal was vorlegen. Ja, wie viel kriegt man? 24 Stück. Okay, du kriegst. Und die sind hier in Gelb. Was genau das bedeutet, weiß ich nicht. Du kriegst 24 von diesen Dingern. Das hat 186 Top-Sterne-Bewertungen. Das kann nicht so viel kosten. Unmöglich. Deswegen sind wir bei der Hoffenheim-Schätzung. 18,99. Da habe ich schon mal genau getroffen, also beware. Also, wenn ich eins gelernt habe, dass dann, dass LEDs sehr, sehr billig sind. Sind sehr, sehr billig. Von daher hast du Plastik und LEDs und Batterien. Ja, Batterien sind teuer, aber 1 Euro pro Stück? Nee. Ich gehe tatsächlich drunter. Ich gehe nochmal auf 14,99. Ich gehe nochmal auf 14,99 €. Ja. Ich gehe runter, ich trage mir den Schnorchel dran und tauche unter. So, und meine Strategie war einfach jetzt mal ganz am Anfang schon 2 Punkte reinzuballern, um dich zu überholen, damit du nicht wieder so cocky bist mit stolzer, breiter Brust. Nein, strategisch ist das absolut einwandfrei. Wir schauen nach, wer hier richtig liegt. 22, zack, schön nach vorne gehüpft. Wunderbar gemacht. Es geht weiter mit Doogie Stuff. Geil. So, und jetzt kommen nämlich meine Produkte auch. Litter Quitter. 3-Schritt-Katzentoilette-Trainingssystem. Ey, ganz ehrlich, ich finde diese Katze wunderschön. Hochgezüchtet bis zum geht nicht mehr natürlich, aber wunderschön. So dünn, ich mag ja so dünne Tiere. Generell sehr dünne Tiere mag ich. Was? Die geht dann auf die echte Toilette? Ja, ja. Ungefähr so würde doch deine Katze wirklich schauen, wenn du ihr sowas zeigst. Was soll ich damit? Also ich weiß nicht. Du bist doch der Katzenfreak. Von uns beiden. Das Ding ist, du hast ja wirklich, du hast eine Katze. Ach, du lebst die eigentlich noch? Ja, aber meine Eltern. Lebt die immer noch? Ja, klar. Miep. Wie heißt sie? Miep. Nee, du traust dich nicht, den echten Namen zu sagen. Miepel, aber ich nenne sie Miep. Heißt sie wirklich Miepel? Ja. Geld anzünden macht wenigstens warm. Nadja, da hast du mal was rausgehauen. Gibt eine Riesensauerei, wenn die Katze oben auf der Toilette im Streu wühlt. Und das dann durchs ganze Badezimmer pfeffert. Das Ding reinigen ist sehr zeitaufwendig. Eigentlich hervorragend als Geschenk für Leute, die man nicht mag. Ah, beziehungsweise gehört, ne? Schwiegermütter mit Katzen. Hat man schon mal gehört, ja. Stark. Ja. Nadja, Gruß geht raus an Nadja. Und an Nadjas Schwiegermutter. This is genius. This is really good. Naja, es ist ja klar, dass es nicht für jeden funktioniert. Aber es scheint ja Leute zu geben, bei denen es funktioniert. Warte mal, ich habe es. Ja, mach mal das Video an, um Gottes Willen. Selbstverständlich wollen wir sehen. Nee, das finde ich unangenehm. Doch. Nee, das muss nicht sein. Wegen des Datenschutzes oder was? Kack da rein. Kacken ist was völlig Natürliches. Das auch nicht ist an. Das ist was ganz Natürliches. Das ist nur aus der Sendung geworden. Ja, wir gucken uns das jetzt natürlich an, wie die Katze da reinscheißt. Mach das auf groß. Ich will das auf Großbildschirm sehen. Ich will das auf allen Bildschirmen sehen, die wir hier haben im Studio. Wie diese Katze da reinkotet. Komm, mach. Hä? Die hat's ja gar nicht gemacht. Okay, alles klar. Das ist natürlich enttäuschend. Komm, dann mach die obere, das obere Video nochmal in Vollbild. Ja, schön an den Rand. Schön reingeschissen. Und nochmal drücken. Und nochmal drücken. Machen die nicht so danach? Okay. Nee, also das ist. Ah, das ist schrecklich. Das ist ein ganz schreckliches Produkt. Das ist ganz, ganz furchtbar. Von vorne bis hinten. Aber ich habe noch eine Frage. Was ist das überhaupt? Also macht das, das ist kleiner, das ist oder? Das sind einige Plastikschüsseln und eine CD. Damit sich die Katze das Lehrvideo angucken kann dazu. Und die CD ist dafür da, dass du dieses Licht so reflektieren kannst und dann so die Katze zur Toilette locken kannst. Ja, das ist wirklich with DVD Video Instructions. Da muss die Katze erstmal sich einen Film angucken. Okay. Und das ist, du machst es auf die Toilette und dann kann sie da nicht so leicht reinfallen, oder was ist der Sinn? Wahrscheinlich soll sie da erstmal rangeführt werden, dass sie erstmal mit das Rote und dann setzt sie sich da erstmal hin und merkt, oh, ich bin hier sicher. Und dann kommt das, wird es größer. Was ist, wenn die schon bei Schritt 1 sagt, ich setze mich nicht auf das Rote? Ja, weiß, keine Ahnung, das wird in der DVD wahrscheinlich erklärt. Kann ich vielleicht nur die DVD bestellen? Können wir dieses Produkt beenden, bitte? Ich finde das einfach. Ey, wenn jemand die DVD noch zu Hause rumliegen hat, schickt sie mir mal. Ja, werft sie uns mal rüber, werft sie uns ins Büro. Ich will gar nicht dieses Zeug, ich will nur die DVD. Ich glaube, es kostet 19,99 €. Guck mal, da steht es auch wieder. Info zu diesem Artikel. Spart Geld. Nee, nee.
Ja, es kostet erstmal Geld. Ja. Was sagst du denn? Ich würde gerne zum nächsten. Es klappt mit allen Katzen, steht da unten. Ah, das ist auch ein Versprechen, oder? Das ist nicht mal nicht so bräsig hier hin. Doch, ich fühle mich gerade richtig wohl in meiner Haut. Das ist wirklich die undynamischste, einfach, guck mal, das ist hier der Jugendsender Rocket Beans TV und du siehst einfach wie Harald hier auf dem Balkon am Sonntagnachmittag sitzt hier drum. Also, hey, ich fühle mich hier richtig hier wohl zu Hause. Jugend für 14- bis 29-Jährige. Ja, Rentnerläppi. Ach, dafür, die Jungen, habe ich doch die Käppi auf. Ey, ich kann mich doch mal wohlfühlen. Ja, die Füße sind so zusammen, falls ihr das nicht gesehen habt. Und ich habe eine gute Zeit hier. Ja, ist auch nett. Gut. Oh ja, du sitzt ja so cool da mit deinen breiten Mansplaining-Beinen. So, 19,99 €, jetzt bist du dran. Ach, warum sollte das denn so viel kosten? Mach mal weg, ich will mal den Titel nochmal sehen. Da steht meist nämlich der Preis drin. Du gehst DAF. Litter Quitter, ach so, Litterbox, verstehe. Katzen ja, Quitter. Ich glaube, wir sind bei 15 Euro straight. Gut, du sagst 15 nee, Euro. Höher. Darf ich nochmal ändern? Ja, klar. Danke. So oft du willst. 15 Euro. Gut. Lars sagt 15 Euro, ich sag 19,99 €. Und weil es Lars eigentlich Pausen, du kriegst eine DVD für 15 Euro, bin ich mal sehr gespannt, wie das aussieht. Es sind 41,12 €. Okay, kaufe ich mir dies vielleicht? Weiter geht's mit dem Huan Yu ätherisches Öl. Das war so eine dumme Schätzung. Ich wollte 25 sagen und dann habe ich gedacht, nur für den Gag sage ich nochmal 15. Und der Gag war also semi. Wow! Das ist mein Produkt. Ein Ölextraktor. Aha, gerade auch sehr modern in der heutigen Zeit. Heiß und kalt. Und das sind, was ist das, Bohnen? Macadamia-Nüsse? Wie macht er das? Wie holt er den Saft raus? Er erhitzt es und presst. Feed Inlet. Rounded Corner Design, does not scratch your hands. Gut. Ja, das war meine größte Angst. Das war das größte Problem an meiner alten ätherischen Ölpresse, dass ich mir immer die Hände wund gerissen habe hier. Das sind Fixed Handle. Das ist das, womit ihr werbt? Ja, das ist eine Firma, die hat 30 Jahre lang den Kunden die Daumen abgeschnitten. Und dann irgendwann hat mal jemand gesagt, ey, wollen wir vielleicht einfach den Griff ein bisschen abrunden? Was können Sie mir denn über Ihre Ölpresse sagen? Naja, also es ist alles abgerundet. Und es hat einen Griff. Ja, aber okay. Okay. Aber und es hat einen Vortex. Nee, Sie können sich da wirklich nicht verletzen, also zumindest nicht am Griff. Du, und wenn Sie es auf die falsche Stelle stellen, können Sie es ohne weiteres so eben ruhig mal hoch. Ja, aber ja, okay. Ach, sogar mit Kaltpressen oder was? Sind es Olivensteine? Sind es? Moment mal, wird Olivenöl aus Oliven gemacht oder aus den Olivenkernen? Ich kenne mich nicht genau aus, aber ich glaube, Olivenöl wird aus Oliven gemacht. Aber es ist auf jeden Fall eine. Aber ich würde da eher so Pfefferminzblätter reintun, so Pfefferminzöl oder so, ja. Was ist das denn? Geh nochmal auf das Foto davor, da sehen wir nämlich alle. Wir schauen das Video an. Erdnuss. Erdnussöl. Aber gar nicht uncool, oder? Wenn du dein Öl selbst machen kannst. Was ist das? Sesam? Weißer Sesam? Sesam? Schwarzer Sesam geht mit beiden Farben. Ist ein deutsches Produkt auch? Ja. Perilla Samen. Er liebt sie nicht. Was Perilla? Ist das, was da rauskommt? Perilla. Na, das ist die Schale. Weil es so gequetscht wird oder was? Und dann wird es so verdichtet. Leinse? Ach krass, guck mal. Nee, das ist der Köttel von der Katze. Du darfst einen Fehler nicht machen. Und zwar diesen Katzenhilfe-Dings da rauslegen. Nicht den roten Aufsatz darauf. Vorsicht, Achtung. Dafür haben wir den Hebel installiert, damit man das nicht mehr da draufstellen kann. Okay. Erdnuss. Das ist auch keine Erdnuss, oder? Geht doch mal zu Erdnuss. Wie sieht denn noch mal eine Erdnuss aus? Einsam. Das allererste? Erdnuss? Doch, das Erdnuss. Das sind Erdnuss. So sieht eine Erdnuss. Stimmt. Die haben ja immer noch so diese Haut um den Kern drum, die man normalerweise nicht mit isst. Also irgendwie Erdnussöl? Bin ich fasziniert davon. Auch wenn mir das alles nicht sagt. Chamäleonsamen. Doch, Sonnenblumen da oben, ja. Okay, du kannst dein eigenes Sonnenblumenöl machen. Ich verstehe aber, bei Oliven geht es wahrscheinlich nicht so einfach, weil das wäre doch wahrscheinlich das beliebteste. Doch das beliebteste Öl ist doch Olivenöl, oder nicht? Ja, aber spart man denn damit Geld? Ich meine, Sonnenblumenkerne? Ich bin mal auf die. Für den Hausgebrauch. Also ich finde, eigentlich würde ich gerne mal selber ölen, oder? Ja, oder? Wollen wir nicht mal ein bisschen ölen?
Ey, weißt du, wie teuer Mandelöl ist? Nee. Weißt du, wie teuer? Hab ich keine Ahnung. Pinien. Oh. Kann man diese Maschine auch für Oliven verwenden? Nein, ich wusste das ist es. Meine Werbung, die mir gefällt. Ja. Das ist mal Werbematerial, das mir gefällt. Olivenöl, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass es derzeit keine exklusive Olivenöl-Pressmaschine für den Heimgebrauch gibt. Weil das Pressen von Olivenöl extrem kompliziert ist. Ach, nicht so teuer. Zuerst müssen wir die Steine entfernen und dann... Da haben wir keinen Bock drauf. Um die Oliven ohne Steine zu verarbeiten. Und noch wichtiger, müssen wir eine industrielle Niedrigtemperatur-Vakuumanlage verwenden. Sag mal, wer hat das denn geschrieben? Ja, das ist ja übersetzt. Um Öl und Wasser zu trennen unter 37 Grad, was sehr teuer sein kann. Das Ding ist, ihr müsst nicht die Steine entfernen. Ich müsste ja die Steine entfernen. Nee, das müssen die schon mitliefern. Oh, aber sehr viel Einsterne. Oh, nee. Macht, was es soll, ist aber kein Highlight-Gerät. Ein Stern, wenn es macht, was es soll. Naja, also keiner honoriert, dass man sich daran nicht verletzt am Griff. Geht keiner positiv drauf. Diese Maschine ist für Baumnüsse total unbrauchbar. Ja, und für Oliven auch, steht aber dran. Also, das kostet schon so... Es muss schon teuer sein. Das wird ja erhitzt und dann gepresst und dann gedreht. Ich sag 250 Mann, Euro. Mann, lass mich als erstes schätzen. Ich sag 250 Euro. Also die vielen Einsteine-Bewertungen deuten schon darauf hin, dass es sehr günstig ist. Ich glaube, dass ein wirklich teures... Du beschwerst dich teuer ist, verzeih mir. Meine Worte im Mund wurden verdreht. Ich glaube schon, dass es teuer ist, ja. Aber ich glaube, es ist ein Billigprodukt von dem, was es normal... Also so ein richtig normales, teures... Ja, Produkt im Vergleich ist es... Kostet billig, sicherlich ja. Dann seine 300, aber was ist denn eigentlich 600, die Zielgruppe für Ölpressmaschinen? Das ist ja nicht der normale Haushalt, sondern Leute, die sich darauf was einbilden, jetzt irgendwie super selbstgepresstes Öl zu machen. Ja, eben. Denen kannst du schönes Geld aus der Tasche ziehen. Die ganzen also ich bin kurz davor, mir das Ding zu kaufen, so ist es. Vor allem auch die Menge an Werbematerial, so viel wie da reingeflossen ist mit Bilder und Video und so, das kostet. Das kostet. Das kriegt man nicht einfach hinterher. Da ist ja auch alles drin, ne? Auch diese Brennstäbe und so. Klar. Ich bin sogar drüber nochmal. Ich gehe nochmal drüber. Vor allem, ich würde da so viel mit rum experimentieren. Ich würde da Schokolade reintun oder Karamell. Einfach gucken, was kommt raus. Nee, ich gehe drunter. 199 Euro. Ich sag, LP. Das ist ein Billigprodukt aus Fernost. Sagt 199 Euro. Ich bin bei... Euro haben wir gesagt, oder? Euro. 199 Euro, ich bin bei 250 Euro. Ganz spannend, wir beide sagen, es ist auf jeden Fall teuer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass manche jetzt wirklich mit den Zähnen wetzen, die sowas auch haben wollen. Ich finde es ungelogen interessant. 449! Cheater, ich wollte auch... Wow! Wie viel Öl muss man pressen, damit man dass sich das lohnt? Das lohnt sich doch. In keinem Leben der Welt kann man genug Öl pressen, damit sich das lohnt. Nee. Damit du 1 Euro sparst, wenn du Mandeln kaufst, anstatt Mandeln. Vor allem, es ist ja auch das Produkt an sich, also ein Pinienkern oder so, ist auch nochmal sauteuer. Bis du da einen Liter Öl rauskriegst, brauchst du ja auch schon wieder 500 Euro Pinienkerne. Weiter geht's mit dem Valimax Pop-Up Laptop Zelt in Schwarz. So was Ähnliches wurde mir doch auch angeboten. Ach nee. Du kannst sogar, falls du nicht sehen willst, was auf dem Laptop ist, kannst du sogar diese handliche Sperre davor legen. Falls du zum Beispiel schlafen möchtest. Zu viel Konsum einfach, ne? Ja, oder falls du schlafen möchtest und der grelle Bildschirm stört dich, kannst du da einfach schön die Absperrung dazu machen und dann hast du kein Problem mehr. Im Freien? Im Freien. Ist Löwenzahn die am häufigsten gefotoshoppte Pflanze? Das kann gut sein, ja. So dieser gelbe Löwenzahn, den findest du doch überall in Produkten. Können wir das nicht mal eine andere Pflanze machen? Immer Löwenzahn. Die hat sich so durchgesetzt. Können wir nicht mal da irgendwie was Rotes oder was Blaues, immer dieses Gelbe, das irgendwie langsam nervt. So. Also, ja. Kann man mit der Maschine von vorhin eigentlich Löwenzahnöl machen oder Drogen oder so? Löwenzahnöl machen? Oder aus Mohn, dass man dann so Heroin macht oder so? Kann gut sein. Deswegen ist es so teuer. Das ist wahrscheinlich genau eins dieser Produkte, die von Drogenherstellern gekauft wird. Ja. Und wo die Kriminalpolizei auch noch. Übel, schreibt Steffi Eva Begerack. Ich suchte nach einer Möglichkeit, meinen Laptop-Bildschirm auch beim Arbeiten im Park oder Café noch gut im Blick zu haben. Möglicherweise erfüllt das Produkt diesen Wunsch sogar. Ich kann das nicht beurteilen. Es fiel mir bereits nach dem bloßen Auspacken dadurch. Ja, was? Billigstes Material, schlechte Verarbeitung und Handhabe. Ich habe mich massiv geärgert. So viel Geld.
für so einen Schund ausgegeben zu haben. Ging umgehend zurück. Ist auch sehr sperrig. Aufgestellt, riesig. Eignet sich wahrscheinlich wirklich nur für den etwas anspruchslosen Semi-Profi. Wie, warum? Auf welcher Fall Profi sollte denn das kaufen? Welcher Profi? Moment mal. Also das ist schon eine Einschränkung. Der etwas anspruchslosere Semi-Profi. Also Profi ganz oben, ja. Dann nur Semi und ja. Selbst der ist noch etwas, aber ja. Auch nur etwas. Ja. Etwas an, also wir sind etwas unter Semi-Profi. Ja. Also da macht Steffi es schon sehr genau. Ja, Steffi ist ein Profi. Also auch das ja, genau. Da haben wir sie guckt natürlich auf Semi-Profis herab, ja. Das ist sogar noch etwas drunter. Ja. Und nur Profis kaufen sich so ein Kissen. Also ich würde mal sagen, das ist wieder so ein klassischer Fall von es gab nur eine Manko. Ich glaube, ja, in der Öffentlichkeit willst du doch nicht im stell dir mal vor, du sitzt im Park an so einem Kinderspielplatz mit so einem riesigen schwarzen Kasten da drauf. Ja. Der nur ist, um dann da deinen Ratchet & Clank aufzuspielen. Er ist gerade offensichtlich dabei, die Fotos zu entwickeln, die er gerade von meinem Kind gemacht hat. Also ich stelle mir auch gerade irgendwie Max hier von der Firma, der ja gerne in Cafés arbeitet, vor mit so einem Kissen da im Café. Riesengroß. Und dann kommt der Cappuccino. Entschuldigung. Stellen Sie es oben drauf. Stellen Sie es oben drauf. Wirklich, ja. Ach Gott. Furchtbar. Aber schauen Sie hier nicht rein. Und dann klappt da diese Sichtschutz vor. Aber das sehe ich jetzt wirklich in so einer Serie oder so. Wenn du wirklich den unangenehmen Typ so irgendwie, du kommst in eine Firma, Praktikant in einer Firma, Softwarefirma, will da anfangen oder so und geht dann irgendwie Mittagessen mit dem Chef und so. Und dann packt der Chef so dieses, erstmal so ein kleines Ding und dann, ja, und dann genau, riesengroß und dann der awkward Blick zur Kamera so. Ja. Sowas in der Richtung. Das, dann muss der Praktikant das ist eine wieder zusammenrollen und es ist gar nicht so leicht, das zusammenzurollen. Das ist der Praktikantentrick. Weißt du, das ist eine Requisite. Immer? Mit diesen Dingern? Ja, genau. Ja, die hier die diese Reflektoren, Absorber. Reflektoren. Ja, genau. Das, die Reflektoren. Das müssen dann immer die Praktikanten müssen es hinkriegen und dann ist die auch quasi die Aufnahme prüfen. Danach bist du Kameramann, wenn du das hinbekommen hast. Diese großen Dinger, die man aufnimmt, die dann so reflektieren und die kann man wieder zusammendrehen mit so einem ganz bestimmten Handgriff. Ja, hab ich kann hier jeder in der Firma. Jeder in der Firma. Jeder hingekriegt. Ich habe hier noch was gelesen. Bei Outdoor-Shootings und so weiter. Das kann schon sein, dass das sinnvoll sein. Also es kann schon sein, dass du bei Werbefirmen, wenn die im Park sind, die haben ja, man kennt das ja. Von ja, Kicking, ja klar, den Tuch über den Kopf. Aber Profis kaufen was anderes. Aber wenn du jetzt ein anspruchsloser Semi-Profi bist, finde ich, kann man das durchaus kaufen. Das stimmt schon, ja. Das ist so für so Leute, die Fotografen sind und die dann irgendwie welche Frauen auf Instagram anschreiben und dann sagen, ey, ich kann dich mal richtig sexy aussehen lassen und so. Komm mal vorbei da mit deinem Elfenkostüm. Und dann geht der, dann packt er das aus im Park und dann wird richtig geschossen. Scharf geschossen wird das. Es poppt hervorragend aus seiner Verpackung auseinander. Nur, wie bekomme ich das gute Stück nun zusammengefallen? Eben, das ist die Aufgabe. Leider liegt keine Beschreibung bei. Suche nach Hilfe online war bisher auch erfolglos. Seit 30 Jahren ist es bei mir im Wohnzimmer. Es steht im Café, ich komme nicht aus dem Café raus. Ich krieg das Ding nicht durch die Tür, ich wohne da jetzt. Suche nach Hilfe. Ein Hinweis über diese YouTube- oder Anleitung ist sehr willkommen. Sonst ist das Handling unproblematisch. Ja, gut. Kriegt das Ding seit Monaten zusammen. Das ist ja großartig. Aber sonst ist das Handling, ja, was soll denn da schon noch groß problematisch sein? An dem Handling von so einer Höhle. Es ist jetzt nicht wahnsinnig schwer. Das ist der Vorteil. Also diese wütende Rezensistin. Ich fange an. Meint, es ist sehr teuer. Ich glaube das auch. Es ist für den semi-professionellen Bereich gedacht. Das heißt, wir sind bei 49,99. Nee, da bin ich drunter. Da bin ich bei 30,99 €. Boah, starke Schätzung. 30,99 €. Ist immer noch teuer für ein bisschen schwarzes Fell, schwarzes Stoffding. Ist immerhin von Wally Max, ne? Das ist eine bekannte Marke, oder? Das stimmt. 30,99 zu 49,99. Wir schauen mal, wer hier näher dran liegt. Es wird ein Spektakel. Ja. Geil. Wow. Ey, ich glaube, Wally Max ist wirklich eine Marke, die man kennt. Diese Sendung ist gesponsert bei Wally Max. Schauen wir ins nächste Produkt. Was ist, was ist der Spruch für Wally Max? Dieses Produkt ist gesponsert bei Wally Max. Du kriegst es gut raus, aber vielleicht nicht mehr rein. Geil. Stark gekauft. Okay, wir haben eine Duschhaube Kinder. Ich bin skeptisch gegenüber dem, wie die. Ja, nee, gucken wir sie an.
Wir gucken uns. Aber das sieht, okay. Ah, eine, damit das. Damit es nicht ins Auge geht. Und wenn es dann doch mal. Ah, du siehst halt aus wie der letzte Vogel. Ey, sowas bräuchte ich dringend. Oh, der musste sich für das Shooting aber auch wirklich den Schaum in die Augen spielen. Ja, ja. Komm, mach mal hier jetzt. Komm. Hier, komm mal ran da. Ah, nein. Alter, das ist ja wirklich brutal. Ey, das Kind leidet ernsthaft. Das wurde wirklich einfach misshandelt für den Shoot. Damit die Eltern ihre 500 Euro oder was bekommt man dafür eingesteckt haben. Alter, wie böse ist das denn? Und da unten oder ist es geshoppt, der Schaum, oder ist es Ausschlag? Nee, da musst du richtig leiden. Ist der Schaum echt? Ja, das wurde, wenn, das wäre viel zu gut geshoppt. Also, dann doch lieber die Sonnenbrille tragen. Ein Ohrring? In dem Alter? Nee, sorry, für mich nicht. Wie alt schätzt du sie? 4, keine Ahnung. Ja, du hast aber so eine Ente, ja, das ist schon niedlich. Ich habe wirklich die ganze Zeit lang, hatte ich ernst, so wie eine blaue Grünschwäche, hatte ich wahnsinnige Probleme mit dem Einschätzen von Kindern. Ja, ich tue mir auch schwer, ja. Die Altkinder sind, könnten 13 sein. Das ist mir alles, guck mal, geh mal weg da jetzt von diesen Kindern. Geh mal weg da. Scroll mal runter jetzt. Die alle, wie viele fucking Fotoshoots mal weg, die machen? Das ist unangenehm, die sind alle nackt. Wir haben doch jetzt schon 3 Bilder von weinenden Babys, wir brauchen doch nicht mehr. Ich will, dass da 5 weinende Babys auf dem Foto sind. Da kommt der Harald von der Marketingabteilung. Drück den Essig, ja, mit so einem Essig. Mach da jetzt die Augen auf! Alter! Schön mit der Essigpistole rein. Ja, das Duschgel brennt gar nicht mehr. Ja gut, dann holen wir noch mal ein bisschen Frittenfett. Ja, aber ist doch süß. Ist eine süße Idee. Es zeigt nicht die, bitte aber nicht die Fotos von irgendwie gibt's keine guten Produkte. Die sind alle mittelmäßig. Aber wo ich mir auch denke, vielleicht gar nicht unbedingt zum Duschen und Baden, sondern zum Senfessen wäre es doch auch ja, gut, oder? Ja. Weil damit ist nicht Senf, damit der Senf nicht in die Augen geht oder so, wenn du teilweise dann irgendwie richtig stark schön reinlängelst. Aber ich meine mir das Problem, dass ich am Ende die Augen voller Senf habe. Ich wollte vorhin übrigens darauf hinaus, ob diese eine Maschine wohl auch Senf herstellen kann. Ja, warte mal. Senf ist Senf. Was wenn du ist Senf eigentlich Senf? Ja, so Senfkörner gemahlen mit schönen Nutella rein. Ja, ja. Das ist das Geheimnis von Senf. Prinzipiell gute Idee, aber leider zieht der Gummi extrem an den Haaren, was wiederum dafür sorgt, dass unser Junior die Erleichterung trotzdem nicht möchte. Soll ich mal zieht, das Geräusch von zieht perfekt nachmachen? Ja. Perfekt. Oder? Ich ziepe, du ziepst, er, sie, es ziept. Ziepst. Wir ziepen, ihr ziept, sie ziepen. Okay, es geht um eine, ne? Nicht um zwei. Es geht ich, um was ist der Konjunktiv? Zäbte. Zäbtest du, zäbte es weniger, würde ich es häufiger tragen. Plusquamperfekt. Hätte es Futur 2? Würde es geziebt haben? Ich werde geziebt. Das ist schon ein schwieriges Wort. Okay. Ja, ich habe die Senfkarte gezogen aus gutem Grund, denn dieses Produkt ist natürlich wichtig. Erstklassig. Aber es ist wirklich nur dieses Hutding da, ne? Jetzt mach mal das Foto weg, ganz ehrlich. Es ist nur diese Ente. Haircut, Outdoor Activities, Take a Shower, sagt das Kind. Take a Shower. Take a Shower, das im Bad ist. That's not a shower. 8,99 €, dabei bleibe ich. Und die Senfkarte führt mich zum Sieg. Also mal wirklich, wie sozusagen die Take a Shower, und die ist es offensichtlich nicht in der Shower. Die Senfkarte führt mich zum Sieg, weil sie danach gemerkt haben, dass man es in der Badewanne überhaupt nicht braucht und deswegen Shower drunter geschrieben haben. Weil es denen völlig egal ist, weil kein Mensch. Wirklich alles völlig egal. Wir sind die einzigen Menschen, die diese Bilder sehen. Ist völlig egal. Niemand, kein Mensch ist auf Amazon und klickt sich diese ganzen Bilder an. Wir sind die einzigen, die das sehen überhaupt. Baden, duschen. Naja, jetzt sehen es natürlich 2 Millionen Leute. Ich glaube, irgendwann wird pfiffige Ziffern nochmal so einen richtigen Hype bekommen. Da sind wir schon längst tot. Ja. Aber dann definitiv wird es richtig geklickt. Und definitiv. So, ey, guck mal, die haben damals so einen geilen Scheiß gemacht. Und dann hat es 15 Millionen Klicks jede Woche. Stell dir mal vor, du siehst das in 300 Jahren. Ja. Und denkst dir, diese ganzen Produkte, wow, was die damals gebraucht stimmt, haben. Eigentlich ist es Geschichte. Es ist wirklich geschichtsträchtig. Ja. Niemand. Und dann diese ganzen zeitkritischen Jokes, die wir auch immer bringen. Also, ja, wir archivieren die Konsumkultur unserer Zeit. Stimmt. Toll. Jetzt gibst du mir bitte eine Schätzung, das damit hast du schon die Erklärung für den Grimme-Preis geschrieben. Ja, wir sind bei natürlich 16 Euro glatt. 16 Euro glatto, sagt LP Paulsen.
Und ob ihm diese Schätzung nicht ins Auge springt, sehen wir gleich mit dem letzten Produkt des heutigen Tages. Das wird die Entscheidung sein, oder? Das jetzt noch nicht. Das ist die Entscheidung. Nee. Echt? Schau nach, 16 Euro zu 8 Euro. Das ist die Entscheidung? Okay, das ist die... 11,99 €! Nee, 11,04 €. 11,04 €! Pünktchen für mich! Was hast du gesagt? Mio Mio! Scheiße. 8,99 € habe ich gesagt. Und dann ist das jetzt die das letzte... Willst du noch eins machen? Ja, bringt mir ja nichts. Dann lassen wir es doch an der Stelle. Darauf war ich wohl nicht eingestellt. Also wenn das kein strategischer Senf-Finish war... Das war Finish-Senf. Ey, weißt du was? Nur weil du rechtzeitig hier aus der Hütte raus musst, um dann wieder da deinen blöden Magic-Karten-Scheiß auf deinem Kanal zu betreiben. Weißt du, früher hast du mal gesagt, oh, komm, wir spielen noch eine Stunde länger. Wir machen noch zwei, drei Produkte mehr. Und jetzt kommst du mir mit dem hier an um die Ecke und ich habe das nicht gewusst, dass das die letzte Schätzung ist. Mach mal die Jacke zu, Lars. Sonst hätte ich mir da auch mehr Mühe gegeben. Mach mal die Jacke zu, weil es so kalt ist. Und dann hätte ich bestimmt noch auf. Ja? Ja, mach mal die Jacke zu gerade. Ich brauche die Jacke nicht. So. So ist schön warm. Einen Punkt bekommen. So ist schön warm, Lars. Schreib mal Skandal in die Kommentare und lasst ein Like da. Ja, dann freu dich jetzt, komm. Gewonnen. Falls ihr denkt, ich dominiere nur verflixte Klicks, lasst euch das eine Lektion sein, denn ich bin ebenso dominant in dem Format, das sich Pfiffige Ziffern nennt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Es war eine tolle Sendung. Ich freue mich auf die nächste und dann sehen wir weiter, wer gewinnt. Mit Lars-Erik Paulsen. Viel Spaß mit den ganzen Produkten, falls ihr welche kaufen wolltet. Die Schokolinsen wären mein Tipp gewesen. Ansonsten macht's gut. Mein Freund und ich, Lars-Erik Paulsen, wir gehen jetzt nochmal schön in den Park und schauen uns auf dem Laptop ein paar schöne Fotos an. Das mag der Lars. Und dann pressen wir noch ein bisschen Öl, ne? Jetzt kickt der Senf, ey. Oh. Sag doch mal tschüss. Tschüss, Leute. Lasst ein Like da. Ciao, mach's gut. Kack da, ey. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern.